Es ist schon wieder passiert. Beim Empfang von Finnlands neuem Ministerpräsidenten Antti Rinne in Berlin beginnt Angela Merkel plötzlich heftig zu zittern. Was ist bloß los mit der Kanzlerin? Es ist bereits das dritte Mal innerhalb weniger Wochen, dass Merkel einen Zitteranfall erleidet. Bislang vermeldet das Kanzleramt jedes Mal, dass es ihr trotz Zitteranfall gut geht. Insgesamt war ihr Zittern über eine Minute lang deutlich zu erkennen. Das erste Mal passiert es öffentlich beim Empfang des ukrainischen Präsidenten Zelensky vor dem Kanzleramt. Angela Merkel beginnt bei der Nationalhymne heftig zu zittern. Sie steht in der prallen Sonne, ihr ganzer Körper bebt. Immer wieder verschränkt sie ihre Arme vor ihrem Oberkörper und lässt sie wieder herunterfallen, versucht offenbar so, ihren Körper wieder zu kontrollieren. Danach betont sie mehrfach, dass es ihr gut gehe. Sie erklärt, sie habe an dem heißen Tag zu wenig getrunken. Nur 9 Tage später, am 27. Juni, zittert die Kanzlerin während einer Rede von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue erneut. Merkel bekommt ein Glas Wasser angeboten, das sie zwar annimmt, aber gleich wieder zurückgibt, ohne daraus zu trinken. Der Vorfall dauert damals fast 2 Minuten. Merkel legt immer wieder die Arme vor dem Körper übereinander, offenbar um nicht die Kontrolle zu verlieren. Und jetzt zum dritten Mal in nur wenigen Wochen der dritte Zitteranfall beim Empfang des finnischen Ministerpräsidenten. Die Gesundheit von Angela Merkel ist leider wieder Gegenstand von Besorgnis und Debatten.